Hallo meine lieben Rollenspielfreunde da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei Pathfinder Kingmaker. Der Hirschkönig ist tot! Lang lebe der König. Kann man im Grunde jetzt eigentlich erstmal nur sagen. Und wir sind total überladen und müssen eigentlich was dagegen tun. Was konnte dieses Teil hier nochmal? Hirschhelm plus 1 auf Angriffswürfel. Gewährt einem Verständnisbonus und plus 1 auf Angriffswürfel auf dem falschen Fuß erwischte und in die Zange genommene Ziele. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Warte mal, ich bin auch immer überlegen, ob ich das hier nochmal ändere. I won't take that. Er wird das nicht nehmen, okay. Nein, wie sieht das bei ihr eigentlich aus, wenn man ihr das hier aufsetzt? Ich weiß nämlich nicht genau, was das exakt bringt. Aber sie sieht dadurch natürlich jetzt irgendwie ziemlich witzig aus, ne? Diese Barbaren, die Wilde. Finde ich eigentlich ganz nett so. Das hier gibt hier nochmal eine Resistenz, eine Kälteresistenz, irgendwie passend zu so einer Dingens. Was ist denn das? Stiefel? Oh, Kompetenzwurf von plus 5 auf Beweglichkeit. Hello. Könnte man ihr noch geben. Das ist halt richtig fette Boni, plus 5, darf man nicht vergessen. Richtig fette Boni. Verstärktes, beschlagenes Leder. Ist ja nur ein normales, das ist ja noch besser als ihres. Auf jeden Fall. Beschlagenes Leder plus 2. Gewährt dem Träger einmal pro Tag Rindenhaut. Oh. Okay. Die Frage ist bloß, wie man es anwendet. Das ist immer so ein bisschen so die Krux, wie ich persönlich finde. Hier haben wir nochmal ein Kettenhemd plus 1. Was trägt er? Er trägt halt einen Plattenpanzer plus 1. Ich wundere mich halt immer noch nach wie vor, warum meine Leute so schlecht treffen, aber das liegt, glaube ich, auch einfach teilweise daran, dass sie keine Boni haben. Share your will. Was? Ich wollte eigentlich nicht, dass wir da rausgehen. Warum? Request. Hä? Ach, wenn man da draufklickt, geht das zu. Bei der Gruppenbelastung. Interessant. Wieder was gelernt. Ich stelle gerade eben fest, dass sie solche Bögen verwenden können. Das finde ich cool. Komm, dann bekommt sie jetzt hier diesen Bogen. Dann haben wir immerhin schon mal jemanden, der den trägt. Was mache ich mit der Glefe plus 1? Die kann garantiert wieder jemand tragen. Oh, ein Gürtel der Konstitution. Ich weiß schon, wer den tragen darf. Gibt halt auch Lebenspunkte, ne? Zack, 60 hoch, ne? Wieder runter auf 56. Wie sieht's bei uns aus? 38. Ja, Tankerella muss ihn halt tragen, ne? Das bringt halt dann schon was. Weil sie bekommt dann halt hier den plus 6er Bonus. Das ist halt mega gut. Für jede Stufe nochmal plus 1 Lebenspunkt dazu. So muss man das rechnen, ne? Also für alle, die das halt nicht wirklich wissen, wie das funktioniert, ne? Du rechnest halt quasi wirklich, für jede Stufe bekommst du beim Stufenaufstieg hier quasi diesen Bonus dazu. Das heißt, weil sie Stufe 4 ist, hat sie hier 24 Lebenspunkte mehr, als jemand, der Konstitution hier einen Bonus von 0 hätte. Also, wie gesagt, ich bin kein Profi in dem System. Aber ich habe schon gespielt als Pen-and-Paper-Rollenspiel und natürlich Baldur's Gate und Co. haben damals ihr Übriges dazu beigetragen, dass man so ein paar gewisse Grundverständnisse dadurch jetzt erlangt. Wer kann eigentlich diesen Kukri verwenden, frage ich mich gerade eben. Wir aber nicht. Warum? Warum können wir diesen Kukri nicht verwenden? I don't care. Was ist denn das? Eine zweihändige Keule? Plus 2. Okay, Entschuldigung, da muss ich lachen. Aber das ist eigentlich ganz witzig. Passt irgendwie zu uns so als... Wahrscheinlich ist es auch eine Ork-Waffe, oder? Kann ich da irgendwelche Informationen rauskriegen? Nö. Umgangsgruppe einfach. Also keine... entsprechend magisch, keine Ork-Waffe, die ich jetzt irgendwie erwartet hätte, dass sie es ist. Nein, es ist nicht. Mhm. Ich verstehe immer noch nicht, warum ich die Waffe... That is mine. You cannot have it. Ich will's doch gar nicht. Ich will doch, dass du es einfach in Slot 1 legst. Komische Troller. Egal. Ihre Waffe ist ohnehin schon ziemlich gut. Ich find's aber cool, wie sie rumschreit. So, nein, das ist meins. Kann sie ja nicht... Sie kann auch Bögen verwenden. Ja, aber in dem Augenblick, wo ich einen Bogen reinlege,
wird das nicht mehr so gut funktionieren. Weil dann hat sie nämlich automatisch immer diesen Bogen zur Auswahl. Mein Schweinderl ist übrigens weg. Ich habe geladen. Ihr seht, mein Schweinderl ist weg. Ich finde das nicht gut, dass mein Schwein weg ist. Okay, Leute, wir müssen Folgendes machen. Wir müssen jetzt ohnehin gewichtlos werden. Wir sind hier so um die 300 Pfund drüber. Deswegen legen wir jetzt mal ab. Ablegen. Ablegen. Jede Menge Kettenpanzer müssen wir ablegen. Beziehungsweise, ich denke, dass es wahrscheinlich sogar mehr Sinn macht, diesen ganzen Klapperdatsch abzulegen, weil der einfach kein Geld bringt. Die Kettenpanzer sind da gar nicht so sehr das Problem. Genauso auch diese Schilde sind viel beschissener als die Kettenpanzer. Für die Kettenpanzer kriegst du ja wenigstens sogar noch ein bisschen Geld. Dafür kriegt man auch noch Geld. Beschlagenes Leder plus 1. Schuppenpanzer. Ich sollte nicht alles verkaufen, weil die anderen Gruppenmitglieder, die wir momentan noch nicht mit uns mitführen, ernsthaft uns fehlen 300 Punkte, denen könnte man ja auch noch was Entsprechendes anziehen, ne? So, jetzt sind wir nicht mehr überladen. Gut. Bevor wir nämlich jetzt hier wieder weiter reingehen, ich bin jetzt mal so kackendreist, ich möchte... Mich stört's, dass diese ganzen... Oh, warte mal. Hä? Warum haben wir das immer noch nicht geschafft? Warum haben wir das immer noch nicht geschafft? Verstehe ich nicht. Lasst uns erstmal jetzt hier auf jeden Fall nochmal ganz kurz zurückgehen. Und, wir nehmen jetzt mal ausnahmsweise Octavia mit. Denn wir brauchen jetzt jemanden, der, ja, wie soll ich sagen, Schlösser knacken kann. Und das fehlt. Lindsay ist unfähig, was das angeht. Nervt's ein bisschen. Obwohl man meinen sollte, dass sie es kann. Sie hat, Tricks nur plus 7. Gucken wir mal ganz, ganz kurz. Haben wir sonst, glaube ich, niemanden, nee, der da rankommt. Und ich glaube, Octavia war deutlich besser. Es gibt also unter Umständen schon einen guten Grund, Octavia noch mitzunehmen. So, und ich hoffe, wenn wir wiederkommen, ist unser Schweinel wieder da. Bin nur überlegen, wie viel können wir mitnehmen. Ja, komm, wir nehmen noch so viel mit, wie wir tragen können. Eins geht auf jeden Fall noch. Noch eins geht noch. Und dann war's vorbei. Gehen. Denn wir müssen ja, also, das Zeug will ich ja trotzdem irgendwie verkaufen. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt hier weitergeht. Aber wie gesagt, wir müssen eh Octavia holen, um die ganzen Schlösser zu knacken. Und es würde mich nerven, wenn das jetzt nichts ginge. Wir sind todmüde, das ist mir egal. Da geht wieder ein ganzer Tag drauf, um da hoch zu marschieren. Muss ja echt ein riesen Landgebiet sein. Wenn ich jetzt mal überlege, wenn wir jetzt mal mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 5 km pro Stunde laufen. Und wir laufen theoretisch, also 5 km pro Stunde. Dann sind es 50 Kilometer in 10 Stunden. Das sind ja fast 3. Das sind ja 150 Kilometer, diese Strecke hier, beinahe. Also nicht Luftlinie, sondern beinahe, also so 140 Kilometer. Sagen wir mal 140 Kilometer. Das ist aber echt ein Riesenlandstrich. Das ist ja von hier aus quasi. Das ist ja von hier aus quasi so wie nach, keine Ahnung, Augsburg? Von da, wo aus ich bin. Also, das ist ja. Also noch nicht ganz nach München oder so, aber das ist ja eine mega krasse Strecke. Das ist ja so, als ob ich dreimal nach Stuttgart fahren würde. Also laufen würde. Hin und zurück. Oh, es kommt Valerie. Valerie holt euch in der Nähe des Handelspostens ein. Ja genau, vor allem sie holt mich ein. Sie ist gerade mit mir mitgelaufen und berührt euch an der Schulter. Oger Otto, kann ich mit euch sprechen? Nachdem der Hirschkönig nun besiegt ist, gehören die Raublande rechtmäßig euch. Yamandi Aldori wird euch unterstützen und euch den Titel des Barons übertragen.
Das Mädchen sitzt, blickt dich interessiert und ein wenig nervös an. Was werdet ihr tun, wenn ihr auf dem Thron sitzt, Ork Otto? Bitte sagt nicht, dass ihr noch nicht darüber nachgedacht habt. Rechtschaffen gut wäre, es gibt in den Raublanden genug zu tun. Banditen verjagen, einen Staat gründen, das Volk beschützen. Oder neutral böse. Ich kümmere mich nicht, was ich tue. Wichtig ist nur, was ich bekomme. Aha. Bei einem Thron zu sitzen kann äußerst lukrativ sein, oder? Was auch geschieht, ich hoffe, dass ihr an meiner Seite sein werdet. Ich hoffe, eure Hilfe zu schätzen. Ich weiß euch zu schätzen, Valerie. Ja, das können wir eigentlich machen. Das ist sehr, sehr neutral. Das können wir jetzt einfach mal so... Du bist nützlich, Dumpfbacke. Valerie studiert lange dein Gesicht. Als würde sie dort nach etwas suchen. Schließlich lächelt sie sich sanft an und schüttelt den Kopf. Ich würde jeden anderen Mann, der das sagt, niederstrecken. Aber euch nicht. Ihr wisst mich gewiss zu schätzen. Meine Unterstützung und mein militärisches Talent. Warum würde sie jeden Mann dafür niederstrecken? Ich weiß, sie ist dumm. Das hatten wir schon. Sie hat auch gerade eben nicht kapiert, dass wir sie angelogen haben. Also nee, wir wissen sie schon zu schätzen, aber halt nicht sozusagen so als Freundin oder so, sondern weil sie halt nützlich ist, ne? So nach dem Motto, hey Mädel, du hast Hitpoints. Das passt schon. das sagen wir mal momentan noch nicht. Wie gesagt, wir werden nochmal dahin gehen. Ich möchte diesen ganzen Klabberadatsch jetzt hier gleich in aller Ruhe noch machen. Erstmal müssen wir wieder hier Dinge verkaufen. Den Schutzring behalten wir nochmal. Oh, sogar zwei Händler, von denen ich nichts wusste, dass wir den haben. Spielzeugritter. Ein einfaches Holzspielzeug, wie man Hände bauen kann und sieht. Es ist schon ganz glatt poliert und glänzt, weil so oft damit gespielt wurde. Keine Ahnung, warum man sowas hier findet. Aber ich finde es cool. Ich mag solche Spielereien in Spielen. Mit der Gläfe fange ich rein gar nichts an. So, weg mit. Die ganzen Bögen und alles weg. Noch mehr zweihändige Äxte. Der Kukri, mit dem scheine ich ja auch nichts anzufangen. Deswegen kommt der einfach auch weg. Mir fehlt echt so ein Button quasi, wie es in manchen anderen Spielen gegeben hat, quasi das Inventar ordnen. Das lasse ich nochmal ganz kurz. Die magischen Sachen will ich jetzt nicht alle stumpf verkaufen. Bestimmte Dinge sind auch ganz praktisch, wenn man sie auf Lager hat. Ach, da oben geht es ja noch weiter. Jede Menge Säbel. Meisterarbeit. Boah, die sind echt was wert. Da ist nochmal ein Kettenhemd dazwischen gerutscht. Da ist nochmal ein behendes Rapier. Hab ich gar nicht gesehen. Da haben wir noch einen Topazring. So. Erledigt. Jede Menge cooles Gedöns. Boah, die ganzen Tränke. Was ist das nochmal? Spielzeugdrache. Ist auch ein Spielzeug. Bitte sag mir nicht, dass ich das eigentlich sammeln soll. Sie verkauft ihn jetzt für 5 und nachher will er 500 dafür zurück. Das traue ich diesem Oleg zu, diesem alten Halsabschneider hier. Gut, dann werden wir ihm einfach die Steuern erhöhen, bis ihm die Ohren schlackern. Das hätte ich jetzt auch übersehen hier. 2000. Viel weniger, als ich dachte. Gut. Wollen wir uns nochmal hinlegen? Ja, wir legen uns nochmal hin. Dann kann ich... Wir müssen uns eh hinlegen, weil sonst sind wir nicht dazu in der Lage, schnell zu reisen. Komm schon, lauf. Wie gesagt, ich vermisse die Möglichkeit, einfach hier per Doppelklick schnell hier einfach aus dem Gebiet rauszureisen. Das Spiel könnte ja einfach die Zeit berechnen, die ich brauche, um sie dann quasi von der Gesamtzeit abziehen. Tut sie aber nicht. Noch mehr Gedöns. Ich ahne schon, dass ich hier mir gerade eben keinen Gefallen tue mit der Entscheidung, das hier alles aufzuheben. Das Bastardschwert behalten wir auch nochmal.
Den Rapier behalte ich auf jeden Fall nochmal ganz, ganz kurz. Ich habe keine Ahnung, ob ich diesen Scheiß jemals brauchen werde. Schutzring werden wir mal, Bogenschützenarmschienen, das behalten wir auch nochmal ganz, ganz kurz. Okay, warum auch immer ich diesen Scheiß hier immer noch mit mir rumtrage. Ich nehme jetzt einfach mal mit, dass wir diesen Kram auch mal verwenden, ne? Wir haben es gekauft. Halt! Wo laufe ich denn hin? Bin ich denn doof? Wisst ihr, die haben es aber auch echt so gemacht, dass du maximal weit laufen musst, ne? Dass du so weit wie möglich laufen musst. Das verlängert die Spielzeit. Was? Ich hab doch gerade eben geschlafen. Wachst auf? I require rest. You follow. Was soll denn der Quatsch? Das Ausruhen hat den ganzen Tag gedauert. Hab ich jetzt zweimal gehalten? Nee. Das erste Mal schlafen scheint irgendwie schief gegangen zu sein. So, also wie gesagt, wir werden auf jeden Fall nochmal hierher zurückkehren, aber ich möchte jetzt hier mit einer alternativen Gruppe nochmal hin. Denn ich weiß halt nicht, was passiert, deswegen mache ich das. Denn es kann sein, dass ich am Ende diesen ganzen Kram nicht mehr looten kann, weil es dann plötzlich mir gehört, wisst ihr? Und dann habe ich es aber trotzdem nicht gekriegt, obwohl es mir gehört. Das sind alles Dinge, die ich in solchen Spielen schon erlebt habe. Ich bin da einfach ein bisschen para. Deswegen, kommst du jetzt... nein. Kommt Jessel jetzt einfach mal, bleibt es mal hier und wir nehmen jetzt mal Octavia mit. Ich hoffe, dass Octavia es wuppen kann. Passend dazu, wie wir Jessel gerade rausgenommen haben, ne? So. Mädel, was hast denn du hier Schönes? Ach, den Geschicklichkeitsgürtel. Elfenstiefel. Was ist das hier nochmal? Ausweichbonus. Plus 1 auf alle Fertigkeitswürfe. Bekommt jetzt kurz mal sie. So. Intelligenz. Das ist der Bogenschützendinger da, den wir jetzt gerade eben sonst nicht brauchen. Rapier. Hier ist Rapier plus 1, finde ich eigentlich ehrlich gesagt besser. Kann man das hier so machen, der klassische Rapier und Dolch. Lederrüstung, beschlagenes Leder ist besser als das, was sie ohnehin schon trägt. Es kann auch gut sein, dass wir sie auch noch weiterhin nochmal verwenden. Erschreckend bei ihr ist halt einfach nur ihre Lebenspunktsituation. Das ist wirklich sehr, sehr unangenehm. Wirst du bei ihr allerdings auch nicht mehr geändert bekommen, ne? Sie hat einfach so eine beschissene Konstitution. Man könnte echt sagen, sie ist ein Strich in der Landschaft. Sogar von Elfe. Seht ihr, was ich meine? Das ist einfach unglaublich. Die läuft einen halben Tag und dann so, ich kann nicht mehr. I need to catch my breath. I won't be halted. Ja, 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 du musst deinen Atem dir schnappen. Was ist das denn? Ein Erdmephit. Ein Erdmephit. Nee, Mephit. Oh, das ist so geplatzt. Das war's auch schon. So, was tut das nochmal? Oh, minus 2 auf Stärke und Geschicklichkeit. Fork my life. So, das sollte man eigentlich überall machen können, finde ich jetzt persönlich. Lagertarnung, kann sie das? Boah, sie kann das sogar richtig gut. Kann sie kochen? Sie kann sogar richtig gut kochen. Toll. Ich glaube, dass wir besser sind im Lagertarnen als sie hier. Habe ich mir schon gedacht. Ruhephase beginnen. Amiri, why don't you wear serious armor? Your entire body is covered in scars. So what? I'm a barbarian, not some princess. It's like that with us. The more scars, the better. Und das sagt sie einfach so, obwohl sie gerade eben eine schwere Rüstung trägt, ne? Die Jagd hat 8 Stunden gedauert. Was? Das steht in kein Verhältnis zum Nutzen, wisst ihr? 8 Stunden jagen. Das ist doch unglaublich lächerlich. 6 Rationen Fleisch, ohne Witz. Das muss doch. Da gehst du mit dem Bogen hin und dann ist der Drops doch gelutscht.
gibt es ja ein Reh, haben die Leute doch auf jeden Fall mehr als 6 Rationen Essen. Na gut, wie gesagt, die Macher des Spiels können da nichts dafür. Das liegt halt einfach quasi am D&D-Würfelsystem, was, glaube ich, der ganzen Sache zugrunde liegt. Dass, ja, nicht immer ganz so logisch ist. Oder etwas, was ich den meisten Rollenspielerschaffenden quasi, also schon in der Vergangenheit, egal welches, das Schwarze Auge, Dungeons & Dragons und so, etwas, was ich den meisten halt echt immer vorwerfe, ist, das merkst du ganz häufig, was ist das? Sie ist leicht belastet? Warum denn das? Ach, weil, hä? Das, sie gilt jetzt schon als leicht belastet, weil sie diesen... Arschen? Wieso ist sie leicht belastet? Hä? Keine Ahnung. Also das verstehe ich gerade nicht. Was ich also denen halt vorwerfe, ist halt quasi, dass man halt häufig merkt, dass sie von denen über die Dinge, die sie halt irgendwelche Regeln machen, relativ wenig wissen. Also, dass sie selber zum Beispiel, also wenn es zum Beispiel um das Thema Schwertkampf geht, man merkt halt einfach, dass die meisten von denen noch nie ein Schwert in der Hand hatten oder, selbst wenn sie mal eins in der Hand hatten, nie wirklich mit einem mal gekämpft haben oder so, um zu verstehen, wie das wirklich funktioniert. Na also. Was ist da noch drin? So ein Gedöns. Onwards. Sie kriegt's hin. Da, Lindsay, guck dir's mal genau an, wie man das macht. Da, hier. Tricks plus 18. So macht man das. Kleine Nuborella. Was ist denn das? Aha. Die Barrikaden werden uns sehr nützlich sein. Oh, wie nett, ein Umhang. Ein Resistenzumhang plus 1. Lindsay bleibt einfach stehen und kann es nicht fassen. Hey, darf ich eigentlich den Eulenbär behalten? Ich fänd's voll gut. I won't be halted. Gibt doch hier garantiert noch mehr zum Knacken. Über diese Grippe, ich hoffe, die sind später weg. Ach so, ja, mein Schweinderl ist wieder da, Gott sei Dank. Ich hätte da gerade eben gar nicht drauf geachtet, weil es wieder mal so natürlich ist, dass es da ist. We do it my way. Was haben wir da noch Schönes? Nice. So, Moment. What's the hold up? Mach mal. Warum ist da eine Falle? I did as you asked. Verstehe ich nicht, warum da eine Falle ist. Forelle. Okay. Onwards. Ansonsten haben wir jetzt, glaube ich, alles. Jetzt können wir reingehen. Da waren wir nämlich noch nicht drin. Hat jetzt wieder nur 23 Minuten gedauert, die Aktion, ne? Aber so ist es halt. So ist dieses Spiel, Leute. So fühlt es sich an, es zu spielen. Schicke Bude. Ein luxuriöses Bett ist... das luxuriöse Bett ist unbedingt. Offenbar hat seit langer Zeit niemand darin geschlafen. Also der Dingenskönig hält anscheinend nicht viel von so luxuriösen Dingen. Oh, von wegen luxuriösen Dingen. Dass er nichts davon hält. Also, oh, das war vorher schon da. Geheimherrscher, die Essenz der Weltordnung und die großen Debatten. Wow, ein Buch über Debatten? Echt jetzt? Diamantenstaub. Okay, da hat's auch noch was. Nochmal eine alte Karte von Avistan, also es scheint wirklich ein... Oh. Ja, wer mag denn schon Überraschungen, vor allem solche? Eier. Okay. Octavia, bitte einmal Tricks anwenden. Dankeschön, aber wir gehen erstmal noch dahin. Gefängnisse deuten in solchen Spielen immer darauf hin, dass man da irgendjemand Wichtiges findet. Und das möchte ich momentan einfach noch nicht. Sag mal, ey, ganz im Ernst, das sind überall Fallen. Ich überlege mir gerade eben, wie sollst du denn da jetzt irgendwie aufs Klo gehen oder so nach? Dann trittst du drauf, zack, schon wieder Feuerfalle ausgelöst, Bude abgebrannt. Oh mein Gott, jede dritte Nacht derselbe Scheiß. Wer macht denn hier in sein Schlafzimmer Fallen rein? So, auch die hier.
I did as you asked. So, und jetzt hier, was ist denn das hier? Der Boden ist mit leeren Weinflaschen übersät. Ja, ja. Wie gesagt, die haben garantiert hier gepennt. We do it my way. Das hat mir schon eingeleuchtet. Done and done. Was ist denn das? Ein Stoßdolch. Und ein Waffenrock. Ein magischer welcher. Ein Hufeisen. Ein rostiges Hufeisen. Vielleicht bringt's ja Glück. Ist ja immer geil, Hufeisen gibt plus eins auf alles. So, das ist einfach. Das wäre mal für mich die Darstellung von Glück in einem solchen Spiel. Hufeisen gibt plus eins auf alles. Anything else? Was ist denn das? Silberne Schnalle. Okay. Und kein passender Umhang oder sowas dazu. Wir speichern da ganz kurz, haben wir es ja Äonen nicht getan. Nugra! Ich hab's doch gewusst, dass da jemand ist. So. Das ist der böse Daddy. Der Ausgang ist der Ausgang in den Hinterhof in der Festung wirkt verlassen. Offenbar benutzt ihn die Banditen nur selten. Was ist das? Schleifstein. Gut. Kann ich mit ihm reden? Nee, ich muss erstmal aufmachen. Entschuldigung. Was? Na toll, er greift mich an. So ein Blödian. Boah, Oger Otto, geh doch einfach aus dem Weg. Und du sollst Nahkampf machen, weil das dein Job ist. Du, Octavia, gehst mal aus dem Weg. Ich wusste, dass es blöde ist, da jetzt quasi die Leute nicht reinzulassen. Warum wurde sie jetzt nicht betroffen von der Heilung? Komm, stirb! Erledigt. Ich sehe, da lässt man den raus und dann greifst du dich sofort an. Was für ein unsympathischer Kerl. Nugras zerknitterte Notiz. Er ruft sie wieder, seine Königin. Er trinkt, ruft sie und dann trinkt er wieder. Ich habe keine Ahnung, wer sie ist. Ich weiß nicht einmal, ob sie nur in seinen betrunkenen Visionen existiert. Aber ich weiß, dass er sie rufen wird und dann tobt er herum und brüllt, weil sie nicht kommt. Dann kommt er zu mir. Ich befolge die Regeln. Ich tue, was er sagt. Ich halte meinen Mund, bis er mir erlaubt zu sprechen. Trotzdem schlägt er mich jedes Mal, wenn er trinkt und wütet. Er sagt, beim nächsten Mal taucht er meine Hände in Säure. Ob ich danach noch schreiben kann? Ich... Knüppelmeisterarbeit und eine Fellrüstung. Ich habe wenig Mitleid mit dem Typen. Was? Ich habe das hier gerade gelootet, ne? Und das... Wow, mega viel drin. Das ist ja eindrucksvoll, wie viel wir da gerade eben rausholen konnten. Okay, wir haben, so wie es aussieht, die gesamte Bude durchsucht. Kann man irgendwie noch nach oben oder so? Nö, hier gibt es oben keine weiteren Möglichkeiten hinzugehen. Sehr schön, und du heilst sie nochmal ein bisschen. So, jetzt kommt der Moment, Leute, wo wir uns jetzt zufrieden zurückziehen können.